Servus Leute, zurück zu Let's Play Final Fantasy 6. Wir haben das letzte Mal Sabine gefunden. Wir sind in der Welt des Ruins, World of Ruin und am Festland. Wobei dieses Festland hat auf jeden Fall hier jetzt mehrere Möglichkeiten, wie es aussieht. Wir könnten nach oben gehen. Gehen wir doch mal nach oben und schauen, was da ist. Da ist ja direkt irgendetwas. Scheinbar. Und mit Sabine haben wir auf jeden Fall jemanden, der kämpfen kann. Besser kämpfen kann. Weil Celeste war, nennen wir es, schwach. Aber das wird sich mit Sabine jetzt ändern. Jetzt wird gelevelt, prinzipiell. Also Celeste kann jetzt die Zeit nutzen. So, hier ist irgendwo was. Hier ist irgendwo was. Hier ist ein Chocobo-Stall. Das ist schon mal gut. Wobei, also, theoretisch würde ich gerne den Wald jetzt nutzen. Aber wir brauchen dringend eigentlich Erfahrungspunkte. Was ist hier oben? Da oben komme ich nicht hin. Okay. Na gut. Hinterhalt. Kein Thema, oder? Sabine, mach sie weg. Blitzzack, Phoenix Dance. Zum Angriff. Die Blocks sind gut. Sehr schön. Okay, okay. Celeste hat ein Level bekommen. Wichtig, sehr wichtig. Weil sie braucht dringend ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Lebenspunkte hauptsächlich. Moment. Oh. Ich muss ja noch dir eine Esper geben. Einhorn ist, glaube ich, nicht schlecht. Tod. Genau, Katplepus hattest du zuletzt, glaube ich. Weil der schon angekratzt ist. So, wenn wir nach oben nicht können, dann eben nach rechts. Ganz. Fangen wir ganz weit rechts an. Schon wieder ein Hinterhalt. Was ist hier los? Quark. Quark ist nicht akzeptiert. Wird hier nicht akzeptiert. Feuer und Eis. Schauen wir mal, ob sie irgendwelche Elementareffekte haben. Oder Besonderheiten. So gleich weg. Auch nö. Sehr gut. Ah, das passt. Schlafsack. Ja, kann man auch gebrauchen. Da können wir auf jeden Fall uns heilen. Das ist eine Brücke, die triggert nichts. Gehen wir erst nach Osten, hätte ich gesagt. Osten. Hinterhalt schon wieder. Was ist das? Irgendwelche Pyramiden. Kakerlaken nächstes Mal. Irgendwas Stärkeres als Eis, ne? Celeste, was lernst du eigentlich gerade? Oh, das war gut, würde ich behaupten. Aber die. Ja, ein bisschen EP geben die schon. Hier ist nichts. Wie die Musik so dramatisch ist. Diesmal mit einem T-Schlag sogar. Ja. Nee. Hier. Phoenix Dance und Magie Eis. Genau deswegen ist es gefährlich nur mit ihr, weil sie zu schwach ist. Nicht zu viel aushält. Aber mit Sabine im Schlepptau. Ah, das läuft dann schon. Nein, weg! Genau, und bis wir da beim nächsten Ort angekommen sind, hat sie vielleicht wieder ein Level up und dann normalisiert sich das alles mittlerweile. Gegner gehen auch. Gehen wir erst in den unteren oder erst in den oberen Ort? Gehen wir erst in den oberen Ort. Ach, der untere Ort ist, ha, ein Chocobo-Wald. Also viele Optionen haben wir gar nicht. Ich schaue mal da extra rein, weil bis auf hier... Ich weiß nicht, gibt es hier irgendwas Interessantes mal? Ah, selbst auf einen Rückweg kann ich den nicht nehmen, obwohl er gut positioniert ist. Danke, Spieleentwickler. Aber bringt halt nichts. So, was haben wir hier? Das ist jetzt kein großer Ort. Moblitz. Moblitz. Oh! Hunde.
Da ist jemand. Moblitz, was war denn Moblitz nochmal für ein Ort? Seid ihr Shadows-Hunde? Nee, nee, okay. Alarm, da lebt auf jeden Fall jemand. Hier waren wir auf jeden Fall auch schon. Moblitz. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Kann ich mich noch dran erinnern? Nein. Hier ist eine Tür. Oh, lauter Kinder. Weiter kommst du nicht. Das wird klar. Dass wir klein sind, heißt noch lange nicht, dass wir nicht kämpfen können. Warte. Terra! Mama, sind das deine Freunde? Ihr lebt, wie ich mir gewünscht habe, euch wiederzutreffen. Terra, schließ dich uns an. Kefka muss Einhalt geboten werden, sonst ist diese Welt verloren. Ich weiß. Was geht hier ab? Das ist unser Land. Kraft und... Okay, wenn sie jetzt weggeht, dann Katharin sind die Ältesten von uns allen. Das ist unsere Mama und die beiden, unsere große Bruder und... Okay. Der Verletzte ist auch gestorben. Kam dieses Licht und wumm. Und mal Schluchz. Voll ekelig. Mama Terra wegnehmen? Haben die Hoffnung, okay. Das ist natürlich blöd, wenn sie mitkommt. Ich erkenne die Bredouille. Dann... Und die wurden anscheinend von Kefkas Strahl, also Moblitz wurde von Kefkas Strahl anscheinend nahezu vernichtet. Nur die Kinder haben überlebt. Ich habe meine Kräfte verloren, ich kann nicht mehr kämpfen. Am Tag, als die Welt zerbrach, versuchten die Eltern dieses Dorfes verzweifelt, ihre Kinder vor Kefkas lichter Verurteilung zu schützen. Dabei kamen sie alle ums Leben. Es zielt in diese Richtung. Die Kinder! Gar kein Sound. Ich glaube, das ist ein Bug. Papa! Mama! In diesem Dorf leben nur noch Kinder. Und diese Kinder brauchen mich. Wag es nicht, uns Terra zu nehmen. Duan verzeiht ihm seine Grobheit, doch ohne Terra fehlte uns unsere wichtigste Stütze. Ich kann nicht genau erklären, warum diese Kinder mich brauchen. Auch gibt es keinen Grund, der mich zwingt, sie zu schützen. Es ist ein komisches Gefühl, doch seit dieses Gefühl von mir Besitz ergriffen hat, habe ich die Kraft zu kämpfen verloren. Ich bin kurz davor, es zu verstehen. Doch fällt es mir noch schwer, die rechten Worte dafür zu finden. Und je mehr ich mich um eine Antwort bemühe, desto stärker schwinden meine Kräfte. Okay, Musik ist aus. Toll. Okay, dann erstmal nichts machen, oder? Ich kann doch. Ah, es passiert noch was. Wir gehen einfach, ohne was zu sagen. Mama, Humbaba kommt! Oh, das ist Kampfmusik, oder? Wow. Als die Erde aufriss, erwachten aus ihren Tiefen viele urzeitliche Monster zu neuem Leben. Auch Humbaba. Doch dieses Dorf steht unter meinem Schutz. Tross! Oh shit. Oh shit, macht der Damage. Verwandlung, Super Saiyajin, heil. Oh, letzterer. Ah, easy. Moment. Oh, tot. Terra, halte durch. Fäustet greift erneut an. So, jetzt kommen die richtigen Kämpfer. Wobei, so stark sind wir jetzt auch nicht. Haben wir Regeneration oder sowas? Nein. Eis.
Okay, der macht immer noch gut Schaden. Chakra. Halt mal, das ging ja bloß auf andere Charaktere. Meteorit daneben. Das ist gut. Mir fehlt Mana. Nicht Mana. Puh. Das ist schwer. Ich hätte leveln müssen. Ich will erst wieder so richtig leveln, wenn... Wow, 3000. Ich will... Elten da aus, der Dude, der Hubababa. Hupsi, Hupsi. Ich bin hier nur mit Heilen und Kämpfen beschäftigt. Blitzka! Jo. Engel. Ja, Engel. Das kann jetzt ein bisschen heiter werden. Uh-oh. Ich hab wieder das Problem, dass ich underleveled bin. Das könnte erstmal ein bisschen Hilfe bringen. Heil dich mal selbst. Wir müssen erstmal wieder uns stabilisieren. So. Jetzt können wir wieder normal angreifen. Bis er Blitzka macht wieder. Okay, das geht. Blitz. Nein, sie ist wieder tot. Das hält sie halt nie aus. Und das hält sie halt nie aus. Er muss Sabine angreifen, sonst habe ich keine Chance. Ah, ich hasse es, zwei Charaktere bloß zu haben. Das kann jetzt... So lang kann das nicht gehen, weil irgendwann habe ich keine Ressourcen mehr. Blitzrad, das ist verträglicher. So, weiter geht's. Uff. Es ist einfach zu schwach noch. Ich bereue es. Nein! Jetzt geht es wieder los. Phönixfeder. Blitzer, ist okay. Trotzdem, das ist... Das ist der Heil... Der hasste Heile. Oh, was ist das? 1000 Nadeln, was macht... 1000 Schaden. Geil. Puh, ich bekomme Schwitzen. Das war anstrengend. Hey, du konntest sie gar nicht anziehen. Die war noch nicht am Leben. Fies. Ja, irgendwann kann er halt auch nicht mehr heilen und so, dann ist seine Magie zu Ende. Und ich merke gerade, der greift halt auch immer nur sie mit ultimativen Attacken an. Nie Sabine. Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht. Ja, schon wieder sie. Ja, Runik kann sie nicht, weil dann bräuchte sie. Ein Schwert hat sie gerade, glaube ich, nicht. Das sind Gekrebse hier, das ist ein absolutes Gekrebse. Ich sag's ja nur. Das soll sie wieder leben. Gut, jetzt können wir mal wieder weitermachen.
Ja, es geht mal nur auf Sabine. Unglaublich. Sie kann sich nicht mal selbst hochheilen. Was ist da los? Wie schwach ist sie geworden? Das überlebt er auch, ne? Crap. Man könnte sagen, das überlebt er, aber das überlebt er nicht. So stark. Warum hat sie so viel Defense? Ist doch unnormal. Oh oh. Okay, hat sie überlebt. Alles gut. So. Jetzt müssen wir uns wieder pushen. Gegenseitig. Aber 1000 Nadeln. Alter. Die haben nicht mal 1000 Lebenspunkte. Wie hoffnungslos ich schlecht. Underlevel bin ich. Der Gegner hat Leben. Der hat halt auch unglaublich viel Leben. Wie viel Leben hat denn der? Das kann doch nicht sein. Ich muss meinen Äther gönnen. Oh, er ist tot. Gut, hat sie sich einen Äther gönnen. Der Kampf ist aussichtslos, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht mal, wie viel Leben der Gegner hat. Und er hört einfach nicht auf. Der hört einfach nicht auf. Das überlebt sie. Sehr gut. Glück gehabt. Und mal, habe ich gerade gesehen, dass er Regener hat. Na, dann braucht man vielleicht Regener mal. Wobei, er braucht erstmal Turbo-Äther. Und dann eine Heilung. Uff. Ja, boah, mal verteidigt. Wie geil ist das denn? Regener. Dann auf ihn. Oh, hat er gerade so überlebt. Das überlebt sie auch. Wie ich immer hinterher bin. So, nochmal ein Regener auf sie. Probieren wir es doch mal. Jo! Hat er überlebt. Geil. Tja, toll. Geht nicht. Super. Hat sich gelohnt. So, weiter geht's. Oh, ich kann mal angreifen. Was? Are you kidding me? Was für ein harter Kampf. Meine Kräfte haben mich vollends verlassen. Mama, du musst wieder gesund werden. Ich werde hier bleiben. Käme ich mit, wäre ich doch nur eine Last. Außerdem brauchen die Kinder mich. Aber Terra, ich brauche noch etwas Zeit. Zeit zu begreifen, was in mir vorgeht. Zeit, um Antworten zu finden. So, nicht sterben. Ja, sie muss sich bloß ausruhen. Danke, dass du diesen fiesen Hund Baba bejagt hast. Von seinem Halsband ist dieses Ding hier abgefallen. Ich hab's aufgehoben, da für dich. Fenrir Maginit erhalten. Was kann denn Fenrir? Oh, hallo. Wimmermond. Alle Gefährten erhalten einen Doppelgänger. Telepo Elimi. Elimini. Stop. Ah, ich glaube, Elimini kann alle instant killen, aber man kriegt keine Erfahrungspunkte, oder? Aha. Stopp ist auch ganz interessant. Aha. Aha. Mhm. Aber gut. Jetzt passiert hier nichts mehr, oder? Tja, Terra haben wir gefunden. Gibt's hier in den anderen Häusern noch irgendwas?
Der verletzte Soldat, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, da war ein verletzter Soldat, das stimmt. Oh, das ist convenient. Das ist von Vorteil. Hm. Ich glaube, mich zu erinnern, auf der Map war ja auf der anderen Seite der Welt theoretisch der nächste Ort. Also Terra ist jetzt erstmal, ja, sie will jetzt erstmal noch nicht mit. Die Hundi ist auch nicht. Okay, schade. Hätte sein können. Dann müssen wir nach links. Ja, nach links müssen wir dann. Und da entlang laufen. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Beziehungsweise ich werde bis zum nächsten Mal nach links laufen und dann werden wir dort uns wiedersehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.